shit, war das richtig geil, Alter. Aber jetzt kommt das Halbfinale. Wollt ihr das sehen? Verdammte Scheiße! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Rapper Mittwoch Battle Mania Halbfinale. 3 Runden. Erste mit Beat. 3x8 Takte Freestyle Schlagabtausch. Zweite mit Beat. Zeig deine Lyrics. Bei Unentschieden. Dritte. Jeder einmal eine Minute Schlagabtausch a cappella. Ladies and Gentlemen, heute jetzt hier in diesem Battle, bitte mach mal richtig Lärm. Zeig mir eure Hände und mach mal Applaus für AS gegen MC Mike. AS, du wurdest als erster gezogen. Faust oder Ficker? Ficker. Ficker. Ich? Okay. 8 Takte Freestyle Schlagabtausch über ein Beat von Mortis. Mortis One, Alter. Macht mal richtig Krach für Mortis One. Geile Bretter, die ihr uns heute mitgebracht habt. AS, let's go. Scheiße auf den Hippie, ich mach Gangster-Rap for life. AS, auch bekannt als Eminem in Weiß. Digga, was willst du mir hier eigentlich erzählen? Ich kann aus einem riesen Repertoire gerade wählen. Ich verpiss mich, weil du einfach hässlich bist. Fick ich dich aufs Mikrofon auf dem Essen, Bitch. Und ich schicke dich nach Hause und erkläre dir die Welt, als wär ich Gundula zum Gause. Shit. Keinesfalls würde ich mich über die Transe freuen. Du bist nicht Eminem, du bist nicht mal Moneyboy. Yo, guck, wie er auf dem Beat von Mortis stirbt. Er hat ein Trikot an, damit er sportlich wirkt. Yo, Alter, was soll der Scheiß denn? Warum? Er trägt da eigentlich breite Streifen. Ich kann's euch sagen, hier dieser Biter stirbt. Er trägt Streifen, damit er breiter wird. Jail Pulli, scheiß auf den Vogel. Ich bin charismatisch, als wär ich Pierre Vogel. Und ich muss mir auf meine Texte einen runterholen. Und ich fick auf deine Mutter. Du kommst mit Jail, weil du denkst, dass du im Knast warst. Aber im Knast nennt dich jeder einen Bastard. Ich komme mit Hassan und Ali auf deine Party. Es gibt Jail für dich Spaß. Hey, ich fühl mich wie ein Baum, ich lach mir'n Ast ab. Ja, Jail, direkt aus dem Knast, du Spaß. Oh, genauso wie Jake Austin. Ja, was willst du machen? Du wirst den Hunden vorgeworfen. Halt deine Fresse, du dummer Punker. MC Mike, dufte deine Fresse einen Anker und zieh dich dann an der Kette zurück. Du hast im Rappen kein Glück, Alter. Ich battle dich, Bitch. Hey. Er ist angestrengt, ich bin leider souverän. Er geht nur in den Knast, um die Seife aufzuheben. Du Scheiß, gottverdammter Promo. Ich fick deine Mutter einfach nur für Promo. Promo auf Homo, ich mein natürlich Homo, dass ich der beste Rapper der Welt bin. Na Logo, so, so, Bitch, du hast keine Ahnung. Leute wie dich bring ich am Mike in meinem Bahnhof. Hey. Alter, deine Kinder anal, Alter, du fickst mich, ja, interkontinental. Nein, du bist inkontinent, halt dein Fresse, du dämliches halbes Hemd, yo. Und dieses kleine Hamm, diese Schwuchtel, ey, passt perfekt zu meinen Muskeln, yo. Alter, das war's nur Spaß, Alter, was du machst, ist leider nur Sprachsalat. Aus! Mach mal ein bisschen Lärm für diese erste Runde dieser beiden großartigen MCs. Überraschend, sehr schön. Es geht hier um den ersten Punkt. Ihr könnt das entscheiden. Zeigt mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in dieser Freestyle-Runde für AS. Zeigt mir eure Hände für den MC, der nachgelegt hat in der Freestyle-Runde für MC Mike. Veto sagt, Gremium sagt auch nichts. 1-0 für AS, Alter. Nicht schlecht. Kommen wir zur zweiten Runde. Text, du hast eben angefangen, ne? Dann fängt jetzt MC Mike an, setzen wir uns hin und lauschen den Text von MC Mike. Schau mal Mikrofon. Ah. Komm, nimm eure Hände hoch, macht das Mikro lauter. Real Hip-Hop. Seid ihr da, Berlin? Macht mal Lärm. Hey. Was ist Rap ohne Rhymes und Skills? Weiß ich nicht. Scheiß auf Interviews, wo man nur über Scheiße spricht. Ich bestreite nicht, dass du mich halten willst. Auch nicht auf diese Tour, dafür steht doch Mike doch nicht. MC M.A.I.K. ist eher fern als ein Star. Du bist ein jämmerlicher Spaß, der meine Family hasst. Weil der M.A.I.K. ist auch mit W.A.I.A. Wir sind nicht nur Atra, sondern auch kreativer. Guck, wie ich die Szene beliefer mit Entertaining der Vielfalt. Und ich vertrete Prinzipien, die du als Faker nie fühlen kannst. Ich geh lieber an deinen Piepern. Rapper droppen Scheiße, wenn sie zu viel Beef haben.
Ein Rack MC kommt in meiner Cypher nie dran. Du hast ein Spielgun, mit der du nicht beziehen kannst. Fick dich und deinen Spielmann zu. Du bist kein Gino, weil du Gangsterfilme guckst. Was ist Rap ohne Rhymes und Skills? Weiß ich nicht. Scheiß auf Interviews, wo man über Scheiße spricht. Ich bestreite nicht, dass du mich halten willst. Nicht auf diese Tour, ah. Rap ohne Rhymes und Skills. Weiß ich nicht. Ich weiß, dass MC Mike auf Beats Rap feiert und liebt. Wenn du das Gleiche siehst, gib High Five, du Freak. Likes und Klicks reichen nicht aus. Schöner Text von MC Mike. Wow, richtig, richtig stark. Kommen wir nun zu den Lyrics von Ahes, Alter. Hört bitte genauso zu, darf ich mich auch irgendwo hinsetzen? Ist bisschen sozialkritisch, politisch, Raps Gregor Gysi, ihr wisst. Okay. Okay. Du bist 17, wenig Geld und willst einmal hoch hinaus. Doch muss wegen steigender Mieten erstmal aus der Wohnung raus. So sieht's aus, Digga, das ist weltweit hier Alltag. Auf viele wartet nach der Schule erstmal das Finanzamt. Wer Soldat äußert, aber mit Palästina. Fahrt korrupte Manager, hier einen Siebner. Keiner meiner Nachbarn ist noch Berliner. Vaterstadt, fick Köpfe, ob Student oder Kassierer. Deshalb bleib ich bei meinen Jungs und die Scheiße auf die meisten. Die ankommen auf Bett, doch sich das Maul zerreißen. Guck mich um auf der Welt. Glaub mir, Digga, ich könnte weinen. Die meisten machen auf Erwachsenen, doch benehmt sich wie Kleine. Der dritten Welt, überall der Selbstmord. Hier wird man sich für Geld, was man da Wohlstand nennen kann. Was man groß dran nennen kann. Kein Plan, musst du dich selbst fragen. Geh zur Politik, sich nur Hass auf dieser Weltkarte. Schöner Text von Ares, Alter. Stellt euch wieder auf eure Positionen, damit wir die Hände der Menschen erfragen können. Zeigt mir doch mal eure Hände für die Lyrics von Ares. Zeigt mir doch mal eure Hände für die Lyrics von MC Mike. Ganz klar und deutlich. Also, 1-1 und wir kommen zu einem AK. Ein AK. Ein AK. Sehr schön. Faust oder Ficker? Ficker natürlich. Ficker. Ja, lass ich ihn anfangen. Yo. Okay, gerne. Let's go. Okay. Was ist Rap ohne einen Titan Beat? A Cappella, Papa M-A-I-K ist kein Hustler, aber dafür Denker. So wird davon jetzt der Tag nicht besser? Davon hat dieser Spartenrapper einen ganzen Tag einen Ständer. Jo, und deshalb ist er auch so ein harter Banger. Aber hat im Battle gerade einen Hänger. Aus welchem Team bist du? Aus dem Player-Team Rentner? Dein ganzer Kopf ist komplett mit Kollega geschwängert. Kindische Scheiße über Fame für die Pampers? Deine Zielgruppe ist die gleiche wie bei pädophilen Männern. Yeah, doch MC Emma, Ika hat die Rhymes und Skills, die dir reichen, dass du später alt und weise stirbst. Yo, ich bin nicht gehypt, doch wird dir der Mike dir die Zweifel beseitigen. Oh, ich hab schon Rhymes mit Sinn, aber was bringen die mir bei so einem kleinen Kind? Oh, aber guck mal, Alter, wie ich einfach magisch ein paar Bars kick. Gegen dich, tja, das ist einfach tragisch. Die, pass mal auf, Alter, die deine ganze Arbeit der letzten 2 Jahre einfach vom Berg abbringen. Ja, deine Lines waren arm wie Armin und so langweilig wie immer den gleichen einfarbigen Scheiß zu tragen. Deshalb gibt es für dich heute hier auch kein Erbarmen. MC Mike ist der reine Wahnsinn, nein, der einzige Wahre und dich feiert man gerade so wie Eiter und Warzen. Apropos, das ist auch der Grund, warum ich den Weibern heute Abend auf keinen Fall rate, ihm einen zu blasen. Time. Schöne erste Runde, mach mal ein bisschen Level, MC Mike. Okay. Let's go, deine Minute, let's go. Okay. Wortakrobatisch, vorlautstadtartig, weil vom vielen Onanieren meine Vorhaut vernarbt ist. Das ist lustig, weil es wahr ist, als scheißt auf die Welt. Ich bin nur nordkoreanisch und in meinem Reich ein Held. Daraus folgt für dich, jetzt kriegt dein Berg voll Probleme. Deine fette Frau und deine Sister sind ein Berg voll Probleme. Baller Bitches in der Besse. Entschuldigung. Baller Bitches in der Besenkammer, Boris Becker, Flow, Bolz Banane auf dem Bolzplatz mit den Homies im Trikot. Mein Flow ist ziemlich Untergrund. Mein Flow ist ziemlich Untergrund. Kanalisation. Ich lauf durch deine Hut wie der Vater von Capone. Wie willst du, Motherfucker, drohen? Jetzt hab ich den Text gerade vergessen. Trotzdem werde ich dich mit meinem Textblatt abstechen, weil du keck bist, ne Lesbe, die kein Taktgefühl hat. Komm mal ans Mikrofon und mach ein bisschen üb was. Ganz ehrlich, was für eine Übung vor 2 Jahren. Ich komm ans Mikrofon, damit du übst, mir einen zu blasen, wie du es schon mal gemacht hast. Draußen auf dem Parkplatz. Ich fick auf deine Mutter und ich fick auch auf die Amjas. Ich ficke jeden Rapper, der behauptet, dass er was kann. Dein Name folgt höchstens hier im Abspann. Aber ich bin und bleib die Hauptrolle. Schieße dich ab und lass einfach deine Hauptrolle. Schönes A Cappella von Ahes. Zeig mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat, für sein A Cappella, für MC Mike.
Zeig mir eure Hände für das A Cappella von Ahes. Kein Veto. 2-1 für Ahes. Herzlich willkommen im Finale. Wow. Wow. Ladies and Gentlemen, kommen wir hier zum Halbfinale zwischen Ahes und MC Mike. Ahes, bei dir hat man echt heute eine Überraschung erlebt. Ich meine, MC Mike kennt man als souveränen MC. Und dann hast du ihn aber auf jeden Fall gut gegeben in dem Freestyle. Wie kommt das, dass du so souverän bist? Ich mache eigentlich seit mindestens 5 Jahren nichts anderes. Ich bin täglich irgendwie am Freestylen und am Wörter rumrotieren und am Überlegen. Und ich kenne ja jetzt, wie auch vorhin schon angesprochen, Nestor schon so seit 3-4 Monaten. Ich habe ein paar Mal mit dem gebattelt und mit Mighty P und so. Und da habe ich schon gemerkt, so, ey, ich bin auf Augenhöhe mit den Jungs, ich sollte da mal hingehen, haben die mir auch alle gesagt. Und dann bin ich jetzt 2-mal da gewesen, jedes Mal nicht mal in die Vorrunde reingekommen, obwohl ich sogar vorbereitet war. Jetzt bin ich unvorbereitet hingegangen und dachte mir, scheiß drauf, ich freestyle einfach drauf los. Und jetzt ist es so weit gekommen, hätte ich nie erwartet, aber freut mich sehr. MC Mike, dein Text war auf jeden Fall sehr souverän, du konntest dann halt einfach das 1-1 holen und dann landeten wir im A Cappella. Und man muss sagen, du hattest einen guten A Cappella-Part, aber irgendwie hat er einen Run gehabt, oder? Wie hast du das gesehen? Er hat auf jeden Fall ein sehr starkes A Cappella abgeliefert. Dafür gebe ich mir auf jeden Fall Props. Auch im Freestyle hat er mich halt dominiert, einfach mit besseren Lines. Ob das nun gefreestylt war, okay oder nicht. Aber super, er hat mich dominiert. Mein Freestyle war einfach nicht so gut heute. Wie ist eure Meinung zu diesem Match? Schreibt alles in die Kommentare, abonniert uns da. Hört auf, so viel zu wichsen. Und wenn ja, macht es immer schön mit Taschentüchern, denn sonst gibt's Flecken. Also, guckt euch den Rest an. Ladies and Gentlemen, jetzt hier in diesem Battle, Da Vinci. Und ihr macht richtig Krach gegen Main Mo. Da Vinci, du wurdest als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ach, ich nehme heute mal die Faust. Die Faust. Maymo, du darfst entscheiden. Er darf anfangen. Acht Takte Freestyle-Schlagabtausch über dem Beat. Da Vinci soll anfangen von? Mortis, der letzte Mortis, für heute. Der letzte Beat von Mortis. Alle Hände in die Luft, Berlin, Alter. Mortis, komm zu mir, Alter. Steh hier mal auf, zeig dich, Alter. Step on set, das ist dein Beat, Alter. Was hier drauf entsteht, wird Geschichte wahrscheinlich. Los geht's. Yo, Main Mo, mein Freund. Ich glaub, wir rauchen im Backstage erstmal einen Joint. Dann wird ein bisschen von Party geträumt. Ich glaub, du hast deine Garderobe versäumt. Hier wirst du gerade vom Platz geräumt. Du weißt Bescheid, Mann, der Typ, der sich aufbäumt. Der dir wieder mal die Maßstäbe zeigt. Du weißt Bescheid, Mann, auch du tust mir leid. Hey. Main Mo, mal wieder überfett. Was stellt ihr mir hier hin? Ein klapperndes Skelett, Alter. Yo, so, ich sag, damit ihr's auch peilt. Ich glaube, bei ihm sind auch die Beine rasiert. Ich hab seine Kleine rasiert, doch ich mache das nicht. Ich glaube, deine Haare hat es ja auch erwischt. Sie haben Angst vor dir, Mann, ich glaube es nicht, weil ich dich mit einer super krassen Schraube erwischt. Hey. Dein Rap wurde vom Winde verweht. Du nimmst die Mütze nicht ab, weil die Haare verwehen. Du weißt Bescheid, Mann, ich lebe auf Alleen. Und wenn ich dich sehe, leg ich dir einen Cent hin. Weil du ein armer Penner bist, du schläfst am Kotti. Guck mal, wie ich dich hier gerade ficke, Mr. Spocky. Mit den Segelohren kannst du als Dumbo starten. Was los, Mann, ach, dein Rap hat einen Haken. Ach was, du wirst von mir davongeschickt. Wie kannst du nur erwarten, dass du etwas Besonderes bist? Du bist nur ein Winzling aus Botengang. Ein Mädchen für alles mit 2 linken Idiotenhänden. Mach dir keine Hoffnung, du wirst hier im Schlafrock. Bist für Hip-Hop nur ein Tourist, den man abzockt. Ein No-Name, ein schmutziger Waschlappen. Ein Bettler am Wegrand, der gar nichts kann. Wenigstens hast du deine Garderobe geändert. Jetzt kommst du mit richtigen Schuhen und nicht so wie ein Penner. Ja, ich weiß, das war alles deine Masche. Aber glaub mir, heute machst du hier auf keinen Fall die Asche. Egal wie viel du schon gerappt hast, du weißt ganz genau, dass du gegen mich auf Crack warst. Ja, exakt, aus diesem Grund nehme ich dir dein Fame. Komm, bitte dich für mein Game. Hey, reiß dich zusammen, am Boden ist dein Platz. Hol den Kopf aus den Wolken oder ich versohle deinen Arsch. Aber zieh mich nicht mit rein in dein verkartetes Sein. Du bist selbst dran schuld und schon gar nicht das Mike. Selbst Betrüger betrügen, ich kenn sowas zu Genüge. Doch keiner dieser Lügen bringt mich aus meinem Gefüge. Aha! Jetzt bin ich also wieder gut genug. Egal was früher war, wir sind wieder super cool. Aus! Machen wir mit diesen beiden MCs hier in diesem schönen Battle, Alter. Schönes Ding. Und macht mal nochmal Lärm für Mortis One, Alter.
Zeigt mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in seinem Freestyle für Da Vinci. Zeigt mir eure Hände für den MC, der nachgelegt hat und im Freestyle war für Main Mo. Auch kein Veto. 1-0 für Main Mo. Kommen wir zur zweiten Runde Text. Wer hat immer angefangen? Wer hat angefangen? Du fängst an. Gut, setzen wir uns hin. Lauschen wir den Text von Main Mo. Yo, Leute. Das geht an alle, die ich nicht begrüßen konnte. Alle, hier, die Leute, die auch heute nicht da sind, yo, komm, yo, hast du mich vergessen? Gehst du mir auf den Weg? Egal was es ist, schön dich zu sehen. Hast du mich vergessen? Gehst du mir auf den Weg? Egal was es ist, schön dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen, was hat die Zeit aus dir gemacht? Bist du in Würde gealtert? Handelst du weise mit Bedacht? Oder bist du noch der Heißsporn von früher? Ich bin mir sicher, etwas von beidem ist in dir über. Unsere Wege haben sich wieder gekreuzt. Nach etwas Funkstille sind wir uns gegenüber erneut. Ein spontanes Meeting für weitere Planung. Mit Platz für Visionen durch gemeinsame Erfahrung. Wie geht es dir? Mann, lange ist es her. Weißt du noch, wie es war? Und war es das auch alles wert? Muss ich dich erinnern? Dir etwas auf die Sprünge helfen? Ja, doch in schönen Zeiten kann man nicht für immer schwelgen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Haben Ideen verfolgt. Haben uns auf sie geworfen. Und nun stehen wir da, so wie wir sind. Ja, uns wohlgesonnen, ohne das komisch zu finden. Also, hast du mich vergessen? Gehst du mir aus dem Weg? Egal was es ist, schön dich zu sehen. Hast du mich vergessen? Gehst du mir aus dem Weg? Egal was es ist. Lange nicht gesehen, Alter, lange nicht gesehen. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Also nimm's mir nicht böse, wenn ich ein bisschen was verwechsle. Doch wir haben uns erkannt, mindestens einmal haben wir recht gehabt. Das ist was wert, vielleicht sehen wir uns das letzte Mal. Schöne Lyrics von Main Mo, Alter. Hammergeil. Sehr schön. Lauschen wir nun den Lyrics von Da Vinci und danach treffen wir eine Entscheidung. Main Mo, wenn du Bock hast, setzt du dich hin. Oh. Hier, hebt mal eure Hände hoch hier ein bisschen, wenn's geht. Schön die Arme hochheben. In meiner Stadt hat jeder Angst, auf die Straße zu gehen. Denn an den Ecken stehen G's bereit, dein Leben zu nehmen. Ich sehe tausend Seelen gepäht, wohl als das Problem nur Korruption und Mord. Verschwendete Herzen, die sich sehen, deine besseren Dasein. Das dürfte doch allen klar sein. Von meiner steckt noch Geld in dein abgefucktes Sparschwein. Oder kauft sich beschissenen Fahrschein. Dass sie das mit uns machen dürfen, das darf nicht wahr sein. Was diese Affen mit uns machen, ist unsagbar gemein. Viele verlassen meine Stadt und wollen nicht mehr da sein. Wo die Gewalt und der Hass Alltag ist. Wo jeder Penner umhört und aus der Mülltonne frisst. Diese Stadt hier ist trist und so kalt wie hier Beton. Wenn du aus meiner Stadt kommst, gibt dir keiner eine Chance. Kommst du niemals nach oben, denn der Weg ist voller Steine. Mein Bruder, du weißt genau, was ich meine. Ich rhyme und rhyme hier nur für die Scheine. Du wirst genau, was ich meine. Hey, ich rhyme hier nur für die Scheine. Und ich geb auf den ganzen Weg ne Scheiße. Oh, sehr schöne schön. Lyrics! So, zeig mir eure Hände für die Lyrics. Ihr habt das in der Hand von Main Mo. Zeigt mir eure Hände für die Lyrics von Da Vinci. Sieht man klar. Aber du hast auch ein paar Hände gekriegt, Alter. Mehr auf jeden Fall als die ganze Zeit in den 4 Jahren Rapper Mittwoch zusammen. Weißt du, was ich meine? Deswegen, Alter, mach mal richtig Lärm für Da Vinci. Ist ein guter MC, hat sich echt verbessert. Herzlich willkommen im Finale, Main Mo. Ladies and Gentlemen, kommen wir hier zu einem sehr interessanten Halbfinale von Main Mo und wir haben hier Da Vinci das erste Mal im Halbfinale. Main Mo, ey, man hat gemerkt, du hast richtig wieder Feuer gefangen, man hat gemerkt, du willst es wieder. Werden wir dich öfter hier bei uns in der Rapper Mittwoch Battlemania sehen? Also damit halte ich mich natürlich zurück, um die Spannung zu wahren, ja. Aber zu einem Titan MC gehört Konstanz und das ist mir bewusst. Also bei dir, Da Vinci, muss ich echt sagen, war ich überrascht, du hast gut Stand gehalten gegen Main Mo in der Freestyle-Runde. Aber dann hast du auch in der Textrunde einen guten Text hingelegt. Und erzähl mal so, man merkt richtig, dass du dich verbesserst. Ja, wie gesagt, also erstmal will ich sagen, ich hatte heute zwei sehr starke Gegner, wo ich selber nicht geglaubt hätte, dass ich da eine Chance hätte, weil die Leute sich gut vorbereiten. Ja, ich war selber überrascht über das, was ich gemacht habe. Ich habe mich mental gut darauf vorbereitet und ich hatte auch ein, zwei gute Lines gegen ihn. Leider habe ich die nicht umsetzen können, weil keine Ahnung. Also Da Vinci, ich fand heute trotzdem, bis hierhin bist du gekommen ins Halbfinale, das ist eine große Leistung. Glaub mir, Alter, vor ein paar Jahren hätte noch niemand gesagt, dass du jemals irgendwie ins Halbfinale kommst und durchaus auch ganz gut gegen den Main Mo aussehen kannst. Wie ist eure Meinung über dieses Match? Freut ihr euch genauso wie wir darüber, dass Main Mo wieder da ist? Schreibt es in die Kommentare, abonniert euch und guckt euch natürlich den Rest an.
Thank you.